Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Survival Games. Heute mal wieder mit dem Lukas am Stüssel, beziehungsweise mit dem Lukas 2.01847. Ich bin 2.0. Ha, Ja. Lucrax. Yeah. Ja, der ist das Premiere-Modell. Premiere heißt das so, nein. Weil ich bin das verbesserte Modell. Ach so, ja, das, so kann man es natürlich auch sehen. Tja. Ja, leg's nur so aus, dass du zufrieden bist und Ja. nicht an Depressionen leidest. Ich habe eine Waffe für dich, wenn du noch keine hast. Nee, hab ich nicht. Ich will einen. Die ist sogar aus Gold Oh. und nicht aus Stein. So, das Doch kann sie diese leisten. Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ja, und ich habe eine Hose für dich. Kenne ich schon mehr nicht, aber okay. Vielen Dank. Wollen Oh, wir... da sind Menschen. Die heißen Maya. Die findet man auf jeder Feier. Doch es gibt einen, der ist interessant. Der wurde Jan Plimanozoarsch genannt. Hinter uns ist noch jemand. Oh nein, 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 nein. Miau. Schade. Schade an sich. Da machen wir nur eine Runde. Hallo, meine lieben Freunde und ach, das wollte ich ja eigentlich lassen. Egal. Hallo. Oh Mann. Okay, jetzt lasse ich aber die Ansage. Hallo, liebe Ja, Freunde! ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Hast du eine Waffe bekommen oder Ich habe zwei? eine Holzaxt. Ist auf jeden Fall extrem gut. Ist stark. Damit haben wir schon gewonnen, würde ich sagen. Denke schon. Ja, jetzt natürlich keine Kisten, wo normalerweise 100 Milliarden stehen. Danke dafür, Spiel. Oh. Ja! Schwer. Ich habe einen Valve. Ein Wawa. Ein Valve. Und Und hier ist kein Gegner weit und breit. ich habe auch eine Sprich, bessere Wawa jetzt. wir können hier in Ruhe noch ein bisschen Sachen plündern. Oh, da war gute Rüstung drin. Hast du schon einen Brustpanzer? Ich kann dir einen geben. Nein, hast du nicht. Gib. Warte, Komm. warte. Okay, ich komm. Schluck. Ja. So. Auf geht's. Dum, dum, dö, dö, dum, dö, dö, dum, dö, dö. Ich habe noch eine Ledercappy für dich, die ist ganz wichtig. Da da Dö, da dö. da. So. Ja gut, aber hier ist nirgends ein Gegner. Jetzt machen wir hier schon spannende Musikuntermalungen, die ich sowieso mit anderer Musik hinterlege und dann klingt es richtig kacke und dann ist da nicht mal ein Gegner. Ich kann dir noch einen besseren Helm geben, da bitteschön. Hast du einen Stick? Nein. Schade. Dann Etwa, gehen wir das mal auf ist... Gegner, die einen Stick haben. Hey, warum... Okay. Jetzt wurde auch jemand getötet. Oh, hier sind Menschen. Und hier liegen ganz viele Sachen rum. Die gönne ich mir einfach Da mal. sind wir dabei. Achtung! Das ist Der Frieden. dürfte fast down sein. Oh, oh. Au, 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 au! Ich wurde gerade von der Seite geschlagen und auf ein... und dann standst du neben mir. Ach so, Ach, ja, ich glaube, ich das. habe dich auch geschlagen. Oh. Ich booste dich mal nicht weiter. Wäre vielleicht sinnvoll. Warte, ich versuche den Weg abzuschneiden. Ah. Hat nicht so ganz Gut. geklappt. Jetzt versuche ich ihm den Weg abzuschneiden. Ja, das könnte gut klappen. Ja, nee, 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 doch Ah. nicht. Ja, habe ich. Ja. Hä? Achso, du hast den gekillt. Okay, ich dachte, der wird mit dem Bogen abgeschossen. Okay, also ich habe da auf jeden Fall ein ganz gutes Zeug aufgesammelt. Hier ist eine Angel, wenn du noch eine willst. Oh, vielen Und Dank. Spinnweben, da bitteschön. Und da Langsticks. Ich hab's mir doch so gewünscht, dann kommt's auch so. Ich bekomme immer alles, was ich will. Wie man so Oh. schön weiß. Oder auch nicht. Dann wisst ihr es jetzt. Ich weiß nie was. Ich wusste auch bis vor zwei verkackten Aufnahmen nicht, was Menschen sind. Ja, stimmt. Ha. Ah. So, zack. Dum dum da da dum dum da. Okay. Hör bitte auf, sonst wird das Video wieder gesperrt. Sorry. Weil du hast das wirklich in der perfekten Tonlage gemacht. Ich weiß, ich bin der Boah, ich Beste. weiß noch, es gab mal eine Pause in der Schule. Da Echt? habe ich Okay. das dieses Jingle, das bei Tribute von Panem kommt. Also am Ende dieses gepfiffene. Ja, genau das. Das habe ich einfach in der perfekten Tonlage gepfiffen. Alle Töne. Und wir haben alle so richtig abgefeiert. Das war der Wahnsinn. Also, Oh, sorry. Ich ihr könnt euch stelle jetzt das so vor, du vorstellen. pfeifst so, und Da sind so fünf. dann stehen da so fünf Leute um dir, die flippen mal so richtig krass aus. Wow! Ja, also Alter! einfach so einen Kreis wie bei so einem Rap-Battle oder so. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Video heißt, aber wo dieser ein Typ da steht und dann flippen auf einmal. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Ja, Korb die ausflippen. das kenne ich auch. Ja. Ich glaube, das war auch, dass die total ohne Grund so ausrasten die ganze Zeit, aber...
Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Sonst würde ich das nicht. Jetzt vielleicht sogar in der Beschreibung verlinken. Ich würde das auch demnächst mal raussuchen. Aber... Ja, warte, ich verbrenne hier mal eben ganz kurz ein paar Sächelchen. So, hast du schon ein Steinschwert, ja, oder? Ja, ich hab mal als Maxed. Okay. Aber warte, theoretisch könnte ich auch mal die wegschmeißen. Das, so. Ah, Deathmatch geht auch los. Okay, easy. Sieh mal einer an. Darf man das in Videos sagen oder darf man das nur nicht schreiben? Das sieht doch sowieso niemand. Doch, ich habe gehört, komm mal, guck deine Videos. Ja, stimmt. Ja. Wenn Dreamstar schon von ungespielt geschaut wird, ist alles möglich in der Welt. Ich frage mich, wie er darauf kam. Hat er einfach mal so einen Titel eingeschrieben? Ungespielt zieht seine Abonnenten ab? Nee, der hat das auch begründet und alles schon, das hatte schon seinen Sinn. Also es hat zum Video gepasst. Okay. War keine Abzocke. Aber hey! Ja, das weiß ich, aber ich meine wegen dem Titel, wie er auf das Video kam. Ach so, der hat wahrscheinlich ungespielt eingegeben und dann geschaut, was die Leute so über den sagen. Keine Ahnung. Gibst du auch jeden Tag mal Patrick Meyermann ein? Ja, jeden Tag. Das war jetzt übrigens Ironie, meine lieben Leute, nicht, dass ihr das wieder ernst nehmt. Nimmt das einer von deinen Zuschauern ernst? Nee, ich glaube nicht. Aber es gibt Menschen, die... es gibt Menschen, die behaupten, dass man bei mir schlecht Ironie und Ernsthaftigkeit auseinanderhalten kann. Weil ich immer lustlos rede, zumindest in normaler Zeit. Wenn ich nicht gerade aufnehme, dann rede ich eigentlich immer lustlos. Manchmal auch in der Aufnahme, aber nicht ganz so häufig. Ich bin jetzt einfach mal ein krasser... Okay. Ist mir egal, dein Feuer. Ist mir egal, Alex. Oder wie auch immer der hieß. Ich glaube, ich sterbe. Ja? Ja? Bitte nicht. Ich habe leider keine Heiltränke. Ich bin noch da. Zwei Herzen. Alter, ich habe gerade noch so ein Schadensgeräusch gehört und dachte, da wäre noch jemand. Aber nein. Hu-Sachen. Hu-Sachen, ey, ho. Warte, lass die Rüstung so, dann sind wir nicht ganz gleich, ne. Ah, ne, warte, dann habe ich noch Chainwoods? Ja, hab ich. So, nee. Machen wir mit Steinschwert, dann geht's ein bisschen länger und... Hast du noch Pfeile? Nein. Dann gebe ich dir... Ja, okay. Ich habe auch nicht so viele, aber... Hier... Ja, warte, ich... Hier vier, dann habe ich drei, dann passt's. Und sonst machen wir... Den einen Pfeil verbrenne ich jetzt so. Und ja, okay. Sonst mit Angelbogen und Steinschwert und so, ne? Ja, warte. Ja, ich muss kurz noch Feuer regen, das dauert noch ein bisschen. Okay. Mein Gegner da zeigt nach links hinten. Okay, das ist interessant. Ich habe dich ja ausgestellt. Deswegen sucht es jetzt einen imaginären Gegner und findet den anscheinend auch. Echt? Das ist interessant. Vielleicht zeigt er einen Spawnpunkt. Immer den Wolken. Zeug eventuell. Nee. Ja, okay, ich bin bereit. Okay. Ich lasse mich nicht nochmal verarschen, weil in einem der letzten Parts hat Lukas gemeint, also der andere, wir kämpfen ohne Feuerzeug, habe ich so gesagt, ja, und dann hat er doch mit Feuerzeug gekämpft und am Ende gesagt, hä, das haben wir doch gar nicht abgemacht oder so. Fand ich ein bisschen mies, tatsächlich. Aua. Ja, asozial. Deswegen bin ich die 2.0-Version, ich mach sowas nicht. Ja, du bist einfach so ein komplett anderes Modell. Ja. Aber beide worken wie eine Maschine. Oh nein. Ich schlag schon wieder mit der Angel zu, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Soll ich den Turnaround machen? Erwartest du den? Okay, du bist gar nicht mehr bei mir. Los. Schade. Warte, jetzt mache ich krasse Tricks. So. Boots dich in die Lava. Nee. Jetzt, aufpassen. Oh. Oh. Au, das war eng. Ja, toll, du verwendest hier Spinnweben, war das abgemacht? Ja. Nee, ist schon okay. Du verwendest es leckt. Oh Gott. Jetzt. Ja, du doch auch, oder nicht? Nö, ich eigentlich nicht, aber okay. Ah. Oh, war aber eng. Wie viel hast du noch? 2,5. Ah, war eng. Das sagst du nur, um mich aufzumuntern. No. Ja, ich füge jetzt mit After Effects ein, dass ich noch volle Leben habe, dass du noch deprimierter bist. So, dann war das eine ganz schnieke Runde. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, den Part zu bewerten. Tschüss. Bis dann.